Ahoi hoi und willkommen zu Rolfs Filmkritiken. Mit King Richard gewann Will Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller, auch wenn von der Preisverleihung eine andere Anekdote mit ihm in Erinnerung bleiben wird, aber dazu an anderer Stelle noch ein kleiner Hinweis. Worum geht es in King Richard? In 145 manchmal zähen und manchmal leichtfüßigen Minuten werden uns Kindheit und frühe Jugend der Tennisprofis und Schwestern Venus und Serena Williams gezeigt, die gemeinsam mit ihren anderen drei Geschwistern, dem überaus strengen Vater und der demütigen Mutter, in ärmlichen Verhältnissen im amerikanischen Compton aufwachsen. Um ehrlich zu sein, war ich mit der Vita der Williams-Schwestern nicht vertraut und kann zur Authentizität des Films keine Aussage treffen. Bemerkenswert fand ich aber die Tatsache, die wohl auch verbrieft ist, dass der Vater schon vor der Geburt seiner Töchter beschloss, dass diese Tennisprofis werden würden. Um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, als er selbst führte, will er sie unbedingt zu Ausnahmesportlern ausbilden. Trotzdem scheint ihm Karriere nicht alles zu sein, denn immer wieder erleben wir, wie er Venus und Serena beschützt. So wimmelt er zum Beispiel Fernsehreporter ab, wenn ihre Fragen redundant und angreifend sind, und auch beschützt er sie vor dem Druck, den Junior-Turniere mit sich bringen, und meldet sie sogar von allen ab. Und wer seine Töchter falsch ansieht oder in irgendeiner Form zweideutige Bemerkungen macht, der bekommt es mit King Richard zu tun. Obwohl wir die Geschichte zweier Tennisstars verfolgen, ist der eigentliche Star des Films der Vater. Richard Williams ist ein leicht reizbarer, sehr cholerischer, aber auch sehr zielstrebiger Mann. Von inneren Dämonen geplagt, die durch eine entbehrungsreiche Kindheit und den Kontakt mit Rassismus entstanden, ist er davon besessen, Venus und Serena zu Millionären zu machen. Dazu sei jedoch gesagt, dass sich der Film hauptsächlich mit Venus beschäftigt. Serena bleibt eher im Hintergrund. Es wird jedoch klar, dass in dem Moment, wo der Film endet, ihre Karriere in gleicher Art beginnen wird wie die von Venus. Ich möchte noch ein paar Worte über Richard verlieren. Es war ganz witzig, Will Smith nach der Oscarverleihung mal auf der anderen Seite einer Schlägerei zu betrachten. Statt auszuteilen, muss er im Film einige Male stark einstecken. Am Ende von King Richard werden Szenen des echten Richard eingeblendet und man sieht, dass das gebeugte und mit grimmigem Gesicht versehene Schauspiel Smiths sehr nah an die Realität kommt und auch die Wutausbrüche waren beeindruckend gespielt. Davon gibt es sehr viele, denn Richard lässt sich sehr leicht und auch schon bei Geringfügigkeiten aus der Fassung bringen. Eine Szene fand ich dabei besonders merkwürdig. Und zwar befinden sich sowohl Polizei als auch Jugendamt im Haus der Williams, da sie gehört haben, dass die Kinder nicht unter optimalen Bedingungen aufwachsen. Und statt diplomatisch die Situation zu entschärfen, rastet Richard aus und brüllt der Frau vom Jugendamt mehrere Minuten lang entgegen, er sei ein guter Vater. Das Paradoxon, dass jemand, der eine Beamtin anbrüllt, nicht gerade wie ein guter Vater erscheint, kommt ihm dabei nicht in den Sinn. Und interessanterweise hat das auch keine Konsequenzen, sondern die Polizei und das Jugendamt gehen dann einfach wieder, nachdem Richard sie angebrüllt hat. Übrigens war das an einem Tag, an dem er mit seinen 12-jährigen Töchtern bei starkem Regen und in Dunkelheit trainiert hat. Aber das Training zahlt sich aus. Die Williams-Geschwister sind hervorragende Spielerinnen und überall, wo sie hinkommen, ist man von ihnen begeistert. Dabei fallen Sätze wie »Ein Tennisplatz ist wie ein Schachbrett mit 258 möglichen Schlägen« oder »Gefragt nach ihrem Vorbild, sagt Serena, Vorbild? Da habe ich keins. Eigentlich möchte ich, dass andere meinen Stil nachmachen.« Und ihre Schwester gibt an, dass sie vorhat, Wimbledon so oft zu gewinnen wie noch nie jemand zuvor. Wie wir heute wissen, werden beide Aussagen später wahr. Was das Zeigen des Sports angeht, hält sich der Film in den ersten beiden Dritteln sehr zurück. Zwar sehen wir die Trainings, doch primär geht es ums Zwischenmenschliche. Erst im letzten Drittel werden uns dann zwei Spiele näher und ausführlicher gezeigt. Die Schauspieler sind allesamt sehr gut. Sowohl die Kinder brillieren in ihren Rollen, als auch Will Smith spielt den Vater authentisch. Eine Oscar-Leistung ist es zwar vielleicht nicht unbedingt, andere Schauspieler hätten den Preis eher verdient, aber es ist zumindest sehr solide. Am besten fand ich jedoch die Performance von John Bernthal, der einen Trainer spielt. Obwohl der Film weitestgehend auf Humor verzichtet und seine Geschichte ernst erzählt, bringt Bernthals Rolle ein komödiantisches Element hinein. Und auch mit Richard gibt es einen Running Gag, von dem ich nicht weiß, ob er der Realität entspricht. Und zwar legt er unfassbaren Wert auf eine bestimmte Fußstellung bei seinen Töchtern. Man hat den Eindruck, das sei ihm das Wichtigste und immer wenn jemand sagt, diese Fußstellung sei nicht optimal, dann rastet Richard aus und brüllt ausführlich darüber, weshalb er sie dennoch präferiert. Das wirkt absurd, aber zugleich auch irgendwie lustig. Visuell versetzt uns der Film in die frühen 90er und die Autos, die Mode und die Technik der frühen Vergangenheit zu sehen, macht großen Spaß. Die Farben sind teilweise sehr hell und intensiv, was dem Film trotz des Biopic-Charakters etwas Artifizielles verleiht.
Die Musik passt sich jedoch unaufgeregt der Handlung an und wirkt nicht aufgesetzt, sondern unterstützt das Geschehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch kommt die Dramaturgie ohne zu große Zeitsprünge aus. Mich stören in solchen Filmen häufig offene Fragen, die durch längere Pausen in der Erzählung entstehen. Diesen Vorwurf kann man King Richard nicht machen. Das führt im Umkehrschluss aber zu einer gewissen Länge und Zähigkeit, die der Film aufweist. Die knapp 2,5 Stunden Laufzeit machen sich im Kinosessel bemerkbar und vergehen nicht so zügig und unterhaltsam wie bei der aktuellen Batman-Verfilmung. Von mir bekommt King Richard 7 von 10 Punkten. Seine Thematik ist interessant und auch wer sich nicht für Tennis interessiert, wird vom Film unterhalten werden. Dennoch hat er seine Längen und am Ende fehlt ihm das gewisse Etwas, was ihn von einem Meisterwerk unterscheidet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zu den Biopics gehört, die man, wenn überhaupt, nur wegen der Will Smith-Kontroverse in der Oscar-Nacht in Erinnerung behalten wird. Der eigentliche Film ist ganz nett und wie gesagt auch durchaus eine 7 von 10, doch wenn man mich bitten würde, ihn mit nur einem Wort zusammenzufassen, dann ist er für mich nur okay. Das war Rolfs Filmkritiken. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ahoi hoi!